Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf dem Kanal Lulu und Leon Familien Fun. Heute ist der Tag aller Tage gekommen. Ich mache heute mal... Ich zeige heute mal alle meine Haarprodukte, alles, was ich für meine Haare benutze, wenn ich sie style oder was ich in der Dusche benutze, wenn ich sie mache. Und genau, das seht ihr heute in diesem Video und deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe das alles jetzt hier einmal reingemacht, weil ich hatte keinen Bock, das jetzt immer so einzeln zu holen. Deswegen... So, als allererstes fangen wir an mit Shampoo. Das sind wirklich meine Favorites. Die sind wirklich richtig cool. Ich wasche meine Haare immer zweimal. Okay, Luisa, hör mal jetzt auf zu lachen. Ich wasche meine Haare immer zweimal und ich mache das Shampoo wirklich nur auf meine Kopfhaut und irgendwie so quasi bis hier. Und den Rest mache ich dann mit dem Conditioner. Und was ich richtig cool finde, ist einfach so abge... Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sehen kann, aber das ist so ab... Da ist zum Beispiel ein S drauf und da ein C für Shampoo und Conditioner. Und das finde ich auch richtig cool, weil manchmal lese ich nicht in einem wegräumen kann. Nervennahrungskaugummi, Leute. Jetzt kommen wir zu Aftershower-Sachen. Und zwar benutze ich eigentlich immer unterschiedlich Sachen. Also ich habe jetzt keine Aftershower-Haircare-Routine so richtig. Weil ich wirklich... Ich benutze alles unterschiedlich. Aber ich kann euch jetzt einfach mal zeigen, wenn ich jetzt was benutze, wie ich das anwende... Was ich zum Beispiel gestern benutzt habe, weil gestern habe ich geduscht. Deswegen, genau. Ich liebe, liebe, liebe zum Beispiel dieses Lux. Ich glaube, es heißt Luxöl. Es ist... Leute, wenn ich sage, dieses Öl ist der Hammer, dann ist es der Hammer. Das ist auf jeden Fall immer so ein Elixier und so ein Öl. Leute, diese Dinger, die sind so krass. Das ist wirklich krass, wie glänzend die Haare machen. Ich meine jetzt, ich komme gerade von der Schule, es ist nicht so... Haare aufgepufft, aber dieses Öl ist wirklich, meins ist zum Beispiel schon leer, beides. Ich mache mal wieder neue, aber das ist wirklich richtig gut, dieses Öl. Ab dem Zeitpunkt habe ich aber nicht gemerkt, dass es nicht an mein Gesicht fokussiert hat, deswegen tut es mir sehr leid. Ich benutze jetzt zum Beispiel dann erst das Öl, dann lasse ich das Öl kurz einwirken und dann benutze ich dieses L-Vital Feuchtigkeitsserum. Sprühe ich einfach, das kann ich sogar jetzt noch draufstehen. Einfach so zack, zack, zack. Jetzt habe ich das an meinen Hals gesprüht, aber der Rauch auf Feuchtigkeit, ich meine, ist ja nicht so als... Egal. Okay, nein. Es ist ein bisschen teurer. Ich glaube 6 Euro. Aber Leute, das ist gut. Ich habe Naturwellen eigentlich. Also ich habe jetzt nicht diese krassen Beach-Wave-Wellen, aber ich habe auf jeden Fall Naturwellen. Und man will die ja auch ein bisschen stylen. Deswegen habe ich hier eine Traumlocken. Das ist eine Lockencreme, aber die kann man auch für lockiges und gewelltes Haar. So, gewelltes Haar habe ich. Und dann, dass die Leute, die riecht so krass. Wenn ihr Locken oder Wellen habt, kauft euch die, weil die riecht gut. Mache ich immer als letztes. Wo ist der Deckel? Ich finde den Deckel gerade nicht, aber sonst benutze ich immer noch als letztes das... die Repair-Spülung von Glisscur. Und das alles mache ich in meine nassen Haare und danach föhne ich die. Manchmal lasse ich die auch tatsächlich von Luft trocknen. Und ich mache die immer... Wirklich immer. Ich mache die immer... Meine Haare mache ich immer vorm Schlafen gehen und beim Schlafen gehen. In die Sonne Haube. Die habe ich von Shein. Leute, ich kann euch nur anvertrauen, so eine Haube zu kaufen. Vertraut mir. Vertraut mir, Leute. Sorry, wenn ich immer so hochgucke in den Spiegel. Ich muss... Als Haarspray benutze ich... Ich glaube, ich habe das tatsächlich schon mal gezeigt. So ein Haarspray. Leute, ich habe gerade erst gemerkt, dass es gar nicht fokussiert hat. Also es hat gar nicht auf mein Gesicht fokussiert. Es hat einfach auf was anderes fokussiert.
Ja. Sorry. Ich hoffe, das geht jetzt so. Irgendwie hat das jetzt gerade nicht fokussiert. Ich gib mir gleich die Kugel. Im Nachhinein, ich habe einfach so viel auf diesen Tisch gehauen. Also das habe ich jetzt gerade im Nachhinein, wo ich mir gerade das Video angucke. Ich habe mal dieses gemacht. Tut mir sehr leid. Irgendwie ist dieser Sound bei diesem Video auch nicht da. Deswegen, das ist der Kleber, den ich benutze, wenn ich meine Haare style oder mit Gel fixiere. Das war's mit meinem Haircare-Routine. Einfach Haarsachen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und ich konnte euch endlich zeigen, was ich alles benutzt habe. Ich bin wirklich so viel angefragt, was ich benutze. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo. Und vergesst nicht, unsere Glocke zu aktivieren. Dann würde ich mich in diesem Video verabschieden. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.